Flores in Wahrheit eine Lebensphilosophie in Südamerika. Eine sehr touristische, archaische Stimmung eigentlich. Das heißt, am Wochenende kommt Familie, Verwandtschaft zusammen, auf einfachste Art, werden auf einfachsten Grillrosten mit Feuer, Glut, Fleisch und Salz wunderbare Gerichte gezaubert. Natürlich auch sehr wichtig, hier bei diesem Buch auch einen Meilenstein zu setzen. In der Gestaltung, in der Papierauswahl, in der Veredelung, dass einfach hier ein rundes Produkt entsteht. Hochwertiges Papier heißt, dass es sich gut anfühlt. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Beides lebt von Emotion, beides lebt von einer tiefen Leidenschaft. Wenn man Papier versteht und mit Papier täglich zu tun hat, ist es auch Leidenschaft und Emotion, die man verkauft. Und das Ado spiegelt genau das wieder. Bei der Haptik zum Beispiel war es mir wichtig, ein Papier zu nehmen, das sich rau angreift. Oder vorne beim Cover haben wir mit einem Thermorelief gearbeitet, der mit Hitze funktioniert. Also das heißt, schon von der Drucktechnik ist da irgendwie das Feuer, die Hitze irgendwie ins Cover gebracht worden. Hätten wir da hier ein gestrichenes Papier verwendet, meinetwegen, dann wäre das wahrscheinlich mit dem Terminus pervers zu begegnen. Es wird einfach nicht passen. Es ist kein Hochglanzessen, sondern es ist erdig. Also erdig und griffig. Cooles Papier.